Hallo Freunde der Einhandmesser, ich möchte euch heute mal wieder etwas, naja, nicht ganz so Besonderes vorstellen. Es ist ein Messer von der Firma Tekforce oder Elite Force. Ne, ich glaube es war Elite Force, also so wie dieses hier. Und ja, das ist momentan ziemlich stark reduziert, also so um 50% ungefähr. Hat nur 12 Euro gekostet und ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach mal rein. Müll drinne. Das kann weg. Und das hier kann auch weg. Und ja, das hier ist jetzt die Verpackung. Hier steht nochmal Elite Force. Hoffentlich kann man das jetzt hier so lesen. Ich hole jetzt gerade meine Lampe dazu. Elite Force Frontline Resolution. Okay. Dann haben wir hier ein Armee-Team oder sowas in der auf der Verpackung drauf. Dann steht hier noch irgendwas Undeutliches. Oder es sind einfach nur Linien. Hier haben wir 5 Sterne oben in der Ecke und hier ist nochmal das Logo. Hier an der Seite ist genau das gleiche nochmal. Hier ist ein Aufkleber. Hier ist nochmal das gleiche und hier haben wir nur kleine unwichtige Details und hier ist nichts. So, das ist alles zur Verpackung und wir gucken jetzt einfach mal rein. Was mir da entgegenkommt ist dieses schöne Teil hier. Und es hat keine Federunterstützung. Ist aber nicht weiter schlimm. Man kann das ja alles noch ein bisschen lockerer schrauben. Dann geht es auch mit dem Flipper auf. Das kann ich ja dann gleich mal machen. Wir haben auf der Klinge, komm mal her, Licht. So. Wir haben auf der Klinge hier einen Aufdruck. Hier ist das Logo von Elite Force und dahinter steht auch nochmal Elite Force. Wer hätte es gedacht? Dann steht hier an der Seite Stainless, also rostfrei. Und auf dieser Seite haben wir hier keinen Aufdruck. Die Klinge selbst wurde aber wieder grau anodisiert. Und ich finde, es ist relativ schön so geworden. Dann haben wir hier gleich nochmal schwarzes G10. Und auf der anderen Seite haben wir zudem noch einen schwarz anodisierten Pocket Clip, der ziemlich gut gespannt wurde und okay, und das Messer wird aus insgesamt 3 Schrauben zusammengehalten, und zwar 2 normalen Schrauben und einer Achsenschraube, die die Klinge fixiert und das Ganze in Position hält. Wir haben hier drinnen ein Liner-Lock-System verbaut, das heißt, man muss hier diese Liner zur Seite drücken, damit man die Klinge einklappen kann. Wenn es ausgeklappt ist, dann wird das hier arretiert, sodass man die Klinge nicht mehr runterdrücken kann. Also man muss dann halt erst das zur Seite drücken, dann kann man die Klinge einklappen. Ja. Wir haben hier noch eine Lanyard-Hole. Kann man sich dann halt das Lanyard durchmachen. Oder heißt das Lanyard? Ich glaube, das hatte sogar noch einen anderen Namen. Und halten wir mal zum Vergleich mein anderes Elite Force dagegen. Okay, also das hier ist auf jeden Fall um einiges schwerer. Hier sieht man aber auch, dass die Klinge etwas massiver ist. Ich denke mal, man erkennt das hier. Das ist 1 mm und ja, die Klinge ist extrem dick. Auch hier von der Seite her. So schlimm ist das hier nicht mal. Aber ich finde, das hier ist noch ein bisschen schöner als das hier. Wenn man nämlich hier auf die Klinge kommt, aus Versehen, dann sieht man hier direkt Spuren. Das kann man jetzt auch vielleicht im Licht erkennen. Also hier gibt es ein paar dunkle Stellen. Und hier würde man das jetzt nicht ganz so sehen. So, was mir persönlich auch nicht an diesem Messer gefällt, ist, dass man hier halt die Torx-Schraube etwas so ummodifiziert hat und da halt einen großen Schlitz reingemacht hat. Das ist nicht ganz so schön bei so einem Messer, aber naja, ändern kann ich es jetzt leider auch nicht mehr. Ich habe halt keine Ersatzteile für dieses Messer bekommen. Ja, das hier ist wirklich ein bisschen schöner. Und tja. Wir gehen jetzt einfach mal rüber zum Schnitttest und dann werde ich auch nochmal probieren, dieses Messer hier etwas zu lösen, dass man damit auch besser flippen kann. Und dann würde ich sagen, wir reden nicht lange drum rum und wir kommen jetzt einfach mal zum Schnitttest. Bis gleich.
So, und da ist das Blatt auch schon. Und wir gucken jetzt einfach mal, wie scharf das Messer hier ist. Das sieht nicht so gut aus. Obwohl doch. Ja, das ist. Das Papier ist jetzt ein bisschen blöd. Aber es ist scharf. Also bei diesem Test hier ist es auf jeden Fall scharf. Ich kann ja hier gleich nochmal solche Schnitttests machen und spitz ist es halt auch. Und wenn man das so macht, dann sieht man eigentlich auch schon relativ gut, dass es scharf ist. Ich kann ja jetzt hier nochmal spaßeshalber von dieser Seite probieren. Ja, es ist scharf. Okay, dann rollen wir das auch mal zur Seite. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir probieren das jetzt mal etwas lockerer zu schrauben. So, da habe ich jetzt hier auch gleich nochmal mein kleines Feinmechaniker-Set an Start geholt. Und wir probieren jetzt einfach mal die Schraube zu verändern. Und es ist eine Torx-Schraube. Ich probiere erstmal verschiedene Aufsätze aus und der hier passt. Das heißt, wir können es jetzt hiermit fest oder lockerer schrauben. Je nachdem, wie wir es brauchen. Ja, jetzt habe ich es etwas lockerer gemacht. Wir gucken gleich noch mal, wie es flippt. Ah, fast. Ich will es jetzt nicht zu locker machen. Aber es geht. Und können wir auch gleich noch mal auf den Klingengang gucken. Also es gibt da so eine Schwelle. Hier will es da nicht drüber. Und ja. Also ich glaube, das war jetzt auch noch ein bisschen zu locker. Aber wir können es ja auch noch mal spaßeshalber ölen. Dazu nehme ich immer dieses Öl hier. Das ist Ballistol. Kann ich nur wirklich empfehlen. Damit habe ich schon meine ganzen anderen Messer geölt und ich hatte bisher keine Probleme damit. Ich mache das jetzt einfach so. Ich nehme eine Spritze dafür und mache das dann direkt an die betroffene Stelle. So, jetzt dieses kleine Tröpfchen hier reicht aus. Und ja, müssen wir es halt einfach nur ein bisschen bewegen, damit sich das Öl auch schön verteilen kann überall. Und ja, dann ist das eigentlich auch schon geölt. Und es geht sogar jetzt fast komplett auf. Und das ist das, was wir erreichen wollten. Mit ein bisschen Schwung geht das dann. Ja, so geht's. So, dann wäre das auch schon wieder geklärt und ich glaube, hier ist noch ein bisschen was verlaufen. Okay, und jetzt ist das Messer eigentlich so gut wie einsatzbereit. So, ich werde jetzt mit diesem Messer rausgehen, werde dann halt mit euch die Maße nochmal besprechen und werde dann noch ein paar schöne Bilder dazu aufnehmen. Super Wetter. Okay, wir haben uns doch jetzt erstmal drinnen zusammengefunden, um die Maße vorzutragen. Und zwar hat das Messer ein Gewicht von 122 Gramm, hat eine Klingenlänge von 8,8 Zentimetern, der Griff ist ungefähr 11,7 Zentimeter lang und die Gesamtlänge, also im offenen Zustand, ist 21,7 Zentimeter. Und ja, das wäre es dann auch schon gewesen zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.